Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zurück auf dieser wunderschönen Plattform, auf YouTube. Ja, lange Zeit ist vergangen, Ricky und ich sind umgezogen und die letzten zwei Monate waren etwas turbulenter als geplant. Warum das so lange gedauert hat? Wir sind natürlich nicht nur hier umgezogen, sondern musste natürlich auch das Gym mit und das war wirklich eine heftige Aktion. Ich weiß gar nicht, wie viele Geräte ich aktuell habe, knapp über 20 Geräte. Dementsprechend haben die nicht alle in einen LKW gepasst. Jetzt ist alles im neuen Gym und da nehme ich euch heute mit. Ich weiß, einige von euch wollen eine Haustour sehen. Irgendwie kann ich mich damit noch nicht so richtig anfreunden. Ich glaube, man sieht es oben am Bildschirmrand. Hier hängen noch Glühbirnen, weil der Spaß jetzt so richtig beginnt. Also diese Lampen hier sind bestellt mit 12 Wochen Lieferzeit. Das ist richtig lustig und das zieht sich durchs komplette Haus. Von Stühlen, Tischen, Hocker, alles hat irgendwie Minimum 4 Wochen Lieferzeit. Aber naja, egal. Jetzt geht's erstmal ins Training. Für mich gibt es jetzt meine Pre-Workout-Mahlzeit. Ihr kennt das Klassiker, Rice Pudding, Final Protein, Banane, Salz, eine Menge Zimt. Das wird jetzt alles schön verrührt, da ich eben schön vergessen habe, meinen Rice Pudding vorzubereiten. Kommt es jetzt quasi so 2 Minuten alt, kaum gezogen. Normalerweise lasse ich eine Stunde ziehen, damit das schön fest wird. Jetzt heute ein bisschen flüssiger, aber es macht nichts. Wichtig ist, dass das Ganze reinkommt ins System. Ich will dann noch ein bisschen Druck haben. Heute ist nämlich Rücken dran und heute ist Day of the Deadlift. Heute wird gehoben. Ich glaube, mittlerweile habt ihr es alle mitbekommen auf Instagram. Mittlerweile hebt irgendwie wieder jeder. Jordan hat angefangen. Justin Shear hat nachgezogen. Dann hat der Nächste nachgezogen. Hat der Nächste nachgezogen. Ja, mittlerweile heben wieder alle. Ich finde es auch total genial, im Rückentraining zu heben. Und war auch irgendwie so in meinem Kopf nach der letzten Prep mal wieder stark werden im Heben. Mal gucken, wie das heute so läuft. Ich bin heute ein bisschen matschig, immer noch vom Beintraining von vorgestern. Aber egal. So, herzlich willkommen im neuen Home Gym. Es wächst langsam vom Home Gym zu einem Private Gym. Das trifft es wohl am besten. Geht hier erstmal durch die Baustelle. Einmal Licht in mein, will ich sagen, zukünftiges Büro, weil das Büro ist zu Hause. Aber hier war vorher eine Tischlerei drin und das war das Meisterbüro. Wie man an dieser wunderschönen Tür sehen kann, ich meine, das ist ein Kunstwerk. Ja. Und jetzt gibt es für mich erstmal eine Trainingshose. Nein, es gibt kein Isoclear. Wobei das ganz cool ist für alle, die Isoclear trinken. Ich trinke kein Isoclear. Aber jetzt gibt es Isoclear mit Kollagenpeptiden, sind 10 Gramm. Kollagenpeptide pro Portion mit drin. Und da du den Nitro mitgenommen hast, ne? Jo. Würde ich mir jetzt mein Pre-Workout mischen. Das mache ich nämlich immer hier. Ihr seht, es ist alles hier. Wir sind gut ausgestattet. Mit allem, was man braucht. Weil im Grunde ist es einfach so, das Intra brauche ich nicht zu Hause, das brauche ich nur hier. Kreatin, Beta-Alanin brauche ich nur hier. Post-Workout esse ich meistens hier, heute nicht, wenn ich einkaufen muss. Pre-Workout trinke ich hier, dann schreibe ich mein Buch, mache meine Mobility und dann geht's los. Deswegen steht alles hier. Wenn ihr Bock auf den Nitro habt, so wie ich und Ricky, bestellt euch den Nitro und bunkert den. Ich weiß nicht, wie lange der Nitro noch im Shop ist. Der Nitro X löst nämlich den Nitro ab. Wir haben jetzt Anfang Mai und natürlich geht es auch dieses Jahr wieder on stage. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe so mit Stefan schon mal so einen groben Plan gemacht. Grobe Plan bedeutet, wir visieren auf jeden Fall einen Pro-Qualifier an. Ende des Jahres. Davor eine regionale Show. Bedeutet, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen skeptisch. Keine Kritik an Stefan, aber skeptisch. Ich mache ja gerne lange Diäten. Also so Minimum 16 Wochen. Ich muss mich da jetzt nicht eingrooven, bei mir fällt ein Schalter. Mein Ernährungsplan ist morgen anders, dann esse ich anders, das ist easy. Aber ich habe gerne Zeit zum Diäten. Und Stefan hat es in den letzten Formcheck gesehen, hat gesagt, mal gucken, ob wir 14 Wochen Diät brauchen. Die Prep, wenn ihr sie verfolgt habt, vor Alicante, also die zweite Saison letztes Jahr, war genau 14 Wochen. Und mich hat das ein bisschen gestresst, dass ich nur 14 Wochen Zeit hatte. Weil ich gedacht habe, man kennt seinen Körper ja und weiß, wie man 6 Wochen vorher aussieht. Dass man 6 Wochen vorher eigentlich schon gut aussieht. Und 6 Wochen vorher sah ich vor Alicante noch nicht so aus wie gewohnt. Ganz klar, weil ich 2 Wochen weniger Zeit hatte.
Bedeutet, 6 Wochen vorher sah ich eigentlich so aus, wie normalerweise 8 Wochen vorher. Alles ein bisschen ungewohnt. 10 Tage vorher war ich fertig. Hat wie immer gepasst. Stefan hatte wirklich ein Bombenauge. So eine Sache, die ihn auf jeden Fall ausmacht. Ich bin so schwer, wie lange nicht mehr. Mein Gewicht pendelt aktuell so, je nach Konsequenz im Ernährungsplan, zwischen 147 und 150 Kilo nüchtern. Ich glaube, heute Morgen hatte ich knapp 148. Habe jetzt eine gute Woche noch Plan gegessen, ne? Letzte Woche, ja, heute ist Samstag, letzte Woche Samstag waren wir essen. Danach pendelt das dann immer hoch, das mit meine ich mit Konsequenz im Plan. Habe jetzt so 148. Bin echt massiv schwer, trage nur noch Flipflops und Sportklamotten, weil ich nirgendwo mehr reinpasse. Aber genauso soll es ja sein in der Aufbauphase. Aber ich bin echt froh, wenn ich wieder auf Diät bin, ein bisschen agiler werde. 150 Kilo sind doch eine Menge Holz, um jeden Tag mit sich rumzuschleppen, oder? Weiß ich nicht, ich wiege nicht 150 Kilo. Nee, aber du musst ja 150 Kilo in die Schuhe anziehen. Ja, so läuft das mittlerweile. Schuhe anziehen, da brauche ich dann Hilfe. Aber egal, das auf jeden Fall, um euch mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Herbstsaison, die Wettkämpfe unter euch haben sie sicherlich so ein bisschen im Auge. Bedeutet für mich, müsste das so in 8 bis 9 Wochen losgehen. Ich habe heute Morgen mal reingeguckt, nachdem ich meinen Formcheck gemacht habe. Es sind jetzt genau noch 25 Wochen und 6 Tage bis zu den regionalen Shows. Und ja, ich würde gerne so 16 Wochen vorher starten und dann wirklich Zeit haben, um wirklich knüppeltrocken zu werden, wie immer. Das letzte Mal hat das echt perfekt geklappt. Vorne mit immer gesessen. Und ja, wollen wir das Ganze wieder nailen dieses Jahr. Nochmal mal gucken, was rauskommt. Ganz klar, ich will meine Klasse gewinnen, immer noch Ziel. Und ja, dementsprechend wird jetzt gearbeitet. Heute ist Pull auf dem Plan. Ich habe gesagt, ich erkläre ein bisschen was. Will aber nicht so viel in die Theorie abschweifen. Das mache ich zu gern und versabbel mich dann. Ich werde ein bisschen was erzählen, warum ich was wie mache, gerade was Trainingsstruktur angeht. Ich mache mir jetzt erstmal warm. Bisschen Schultermobility. Die linke Schulter macht ein bisschen Probleme, was die Mobilität angeht beim Seitheben. Kippt mir immer so ein bisschen weg. Dementsprechend muss da ein bisschen mehr Mobility rein, auch fürs Posing. Das werde ich jetzt tun. Intra ist ready. 30 Gramm vom Lemon. Nachher gibt es eine zweite Portion. 30 Gramm. Aber das mache ich immer so. Nach der dritten, vierten Übung ist der Shaker leer. Dann habe ich 2 Liter Flüssigkeit drin. Habe ich alles? Ja, ne? Habe ich, ja. Du hast nicht zugehört, ne? Ich habe nicht zugehört. Ist das geil? Ihr müsstet das eigentlich müsste hier noch eine nächste Kamera stehen und das filmen, wie wir hier filmen. Aber ich sag euch, alle da draußen, die trainieren und Angst vorm Altern haben, das ist absoluter Blödsinn. Heute, wenn ich 30 bin, läuft das viel runter. Und vor allem viel bewusster. Auf jeden Fall läuft die Off-Season sehr gut. Es ist komisch, weil sie diesmal so lange ist. Letztes Mal hatte ich ja, also letztes Jahr, 10 Wochen zwischen der einen und der anderen Saison. Habe ich mich gerade so eingegroovt, wenn ich in die Diät wieder los war, was aber auch gut war. Jetzt gewöhne ich mich so richtig an die Offseason. Auch wenn ich die Diät wirklich mehr mag, weil man ein festes Ziel hat. Jetzt ist eigentlich nur trainieren, essen, schlafen und darauf hoffen, dass genug wächst und an den richtigen Stellen. Ich muss sagen, fettlos werden ist einfacher, als Muskeln an den richtigen Stellen aufzubauen. Hier ist alles wie gewohnt. Geräte kennt ihr, Bizeps. Butterfly, Schulterpresse, die schöne Pulldown von Nautilus, DY Row, die einzige, die hier noch auf der Palette steht, weil die einfach grausam zu handeln ist alleine. High Row, Brustpresse, das andere selbst erklären. So, Rückenbereich hier, und dann gehen wir mal rüber. Dieses Gerät ist eigentlich auch alles im Alten geblieben. Multipresse, Beinstrecker, Beuger, Hyper, Cybex Beinpresse, Precore Beinpresse, ich wollte gerade sagen, die Hammer Beinpresse. Ist Jack Magnum 1:1. Die Firma haben irgendwie mal zusammengehört, glaube ich. Paramount Pendulum, Cybex Hex Squat, die Easy Row von Hammer, Kabelzug, Reverse Pulldown, Tiba Row, Rack, Beuger, Adduktoren, Waden. Im anderen Raum, zeige ich euch nachher, stehen noch ein paar Geräte auf Palette, weil der Raum noch nicht ready ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns komplett übernommen. Umzug aus der Wohnung raus, 12,5 Tonner bis zur Ladekante voll. Da haben wir schon Glück gehabt, dass wir 12,5 Tonner genommen haben und nicht nur 3,5 Tonner. Das Ganze haben wir hier eingelagert
Und dann ging es mit dem Gym los. Das Gym hat 2 Wochen gedauert, bis alles wirklich hier war. In der Nacht- und Nebelaktion haben wir hier die ganzen Wände erstmal gestrichen. So, ich sag mal, naja, eine Basissanierung gemacht. Boden rein, Wände kurz schwarz gemacht. Die Lampen schon mal provisorisch an die Decke. Ja, und nebenbei haben wir ja noch das Haus gebaut. Und da ging dann quasi synchron die heiße Phase los. Dementsprechend hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde. 4-mal die Woche Training, Coachingarbeit, Athletenbetreuung. Und irgendwie läuft es momentan darauf hinaus, dass wir einen Nachmittag pro Woche haben, um entweder hier was zu machen oder im Haus was zu machen. Also wird es sehr langsam gehen. Aber egal, es ist alles trainingsready. Ich kann mit meinen Athleten hier arbeiten. Im Juni wird es das erste Athletentreffen hier geben. Muss den Rest noch fertig machen. Und dann wird es den ersten Tag der offenen Tür im Gym hier geben. Für Athleten erstmal. Erstmal das Team zusammenführen, dass alle herkommen können. Offenes Training. Freue ich mich extrem drauf. Das ist eine Sache, die ich immer machen wollte, wo das andere Gym einfach viel zu klein für war. Aber jetzt haben wir hier 250 Quadratmeter und da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Pull heute, 4 Übungen, wenn ihr euer Training selber gestaltet. Ich würde immer im Rücken 4 bis 5 Übungen machen, Volumen oder Hit, scheißegal. Ob ihr nun 4 Sätze macht oder 1 bis 2 Sätze macht oder 5 Sätze macht, absolut egal, je intensiver ihr trainiert, desto weniger Sätze braucht ihr. So, das kann man beides schön ineinander überfließen lassen. Na, wenn man jetzt beim Bizeps-Curl ein bisschen mehr macht, dann heißt das ja nicht, dass man gleich hit-abtrünnig wird, nur wenn man 4 Sätze macht und ein bisschen mehr Volumen braucht, weil man nicht so intensiv trainieren kann wie in der High-Row. So, also ein bisschen mind-open bleiben bei der Trainingsplanung. Erste Übung, Lat-Fokus-Übung. Einfach, weil es am schwierigsten ist, in die Kontraktion zu kommen, je ermüdeter ihr seid. Das bedeutet, am Ende wird es echt schwierig, gerade von oben. Deswegen fange ich immer grundsätzlich mein Rückentraining mit einer Pull-Down-Variation an. Heute habe ich die Hammer Row, im nächsten Training habe ich die Nautilus. Einfach um den Griff ein bisschen zu variieren, Ellenbogenstellung ein bisschen zu variieren. Ja, 4, 5, 6 Arbeitssätze. Spaß. 3, 4 Arbeitssätze. Warm-Up-Sätze, so rum. Mann. 3, 4 Warm-Up-Sätze und dann 2 Arbeitssätze. Dann kommen wir auf die 6 Sätze insgesamt. Bei den Warm-Up-Sets ist es immer so, ich mache am ersten jetzt hier mit 10 Kilo, ich glaube, Arbeitssatz ist irgendwie knapp über 60, 10 Kilo, mache ich jetzt mal 12, 15 Wiederholungen, um in die Bewegung reinzukommen. Dann gehe ich auf 30 Kilo, steigere mich nach und nach und gehe mit den Wiederholungen immer Step by Step runter, um mich nicht vorzuermüden, um wirklich im ersten Satz frisch zu sein, warm zu sein, in der Bewegung zu sein und wirklich Leistung bringen zu können. Vor allen Dingen mehr Leistung als letztes Mal. Fühlt sich gut an. So. Jetzt würden manche sagen, was macht der Typ da für alberne Sachen? Aber im letzten Aufwärmsatz mache ich wirklich nur 1, 2 Wiederholungen, um einmal den Körper daran zu gewöhnen, dass ein bisschen mehr Last kommt, damit ich jetzt nicht so einen großen Sprung habe von 50 auf 67 Kilo. Damit ich einmal 57 Kilo, dann 67 Kilo, damit ich kleine Sprünge habe, damit der Körper sich schön daran gewöhnen kann. Entspannte 11 Grad haben wir hier drin. Als wir im März hier rein sind, hatten wir hier so 5 Grad. Das war schon ein bisschen frischer. Kurzer Schwenk zum Progress. Ich habe heute 1,25 Kilo mehr genommen als letztes Mal. Letztes Mal hatte ich 11 auf der rechten Seite, 10 auf der linken. Ich habe Progression über Last gemacht, in Anführungsstrichen. Noch nicht ganz. Und bin mit den Wiederholungen runter. Das heißt, im Endeffekt nicht das ideale Konstrukt. Ideal wäre gewesen, mehr Gewicht und gleiche Anzahl an Wiederholungen. Bedeutet, die Progression findet jetzt nicht über 10 Tage statt, sondern eher über 20. Weil ich gehe davon aus, dass ich jetzt im nächsten Training in 10 Tagen, oder bin ich in New York, schwierig, dann
auf jeden Fall die 11. Wiederholung mit der rechten, mit dem rechten Arm sauber ziehe und auf die 10. mit dem linken Arm. Und dann bin ich da, wo ich hin will. Und von da aus geht es dann wieder weiter in kleinen Schritten. Das gibt bei mir im Logbuch jetzt ein Plus für mehr Gewicht. Setze ich aber in Klammern, weil ich weniger Wiederholung gemacht habe. Ein Plus ohne Klammern wäre Progression entweder über mehr Wiederholungen als letztes Mal mit dem gleichen Gewicht oder über genauso viele Wiederholungen wie letztes Mal mit mehr Gewicht. Also im Endeffekt mehr Workload. Und jetzt kommen die Schattenseiten von 150 Kilo. Da ist nichts mehr mit schnellen Sätzen, weil das Cardio aktuell bei 5 bis 6 Einheiten mal 20 Minuten ist. Relativ locker für den Aufbau oder auch für mein Cardio-Pensum generell. Plus 10 bis 15.000 Steps am Tag. Aber es ist einfach Gewicht, was man mit sich rumschleppt. Das sieht man ja auch gerade im Social Media. Tim ist so schwer wie noch nie. Ich glaube, Dennis Wolf hat es gerade aktuell im Podcast mit Flex Lewis gesagt. Als er 143 Kilo hatte, war das kein Spaß mehr. Ich muss sagen, mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich fit. Aber jetzt im Training merke ich, dass ich eine Minute länger Pause brauche. Wohlfühlgewicht ist wirklich 140 Kilo bei mir. Dann fühle ich mich fit, agil. Kommen wir gleich zu einem interessanten Thema. Microdosing, Microloading. Ja. Um Progression zu erzielen, wenn man nicht weiterkommt. Ist amüsant, lustig zum Zusehen, aber ganz schön knackig, wenn man wirklich am Limit ist. Zweiter Satz, jeweils eine Wiederholung mehr. Das ist ganz lustig, ich bekomme rechts einen besseren Pump. Links klemme ich immer gut ein. Rechts ist jetzt richtig schön dicht. Links habe ich auch einen Pump. Aber ein bisschen asynchron. Nicht wundern, ist ganz normal. Meistens ist es so, einmal zum Chiropraktiker wieder gerade rücken und dann ist er wieder gleichmäßig. Ja, kurze Pause. Erste Übung, Latfokus von oben, vertikale Fasern. Ganz wichtig, ich sehe es leider oft, die Pulldown ist eine absolute Trendübung gerade. Aber ihr müsst gucken, wie die Fasern laufen. Und viele ziehen jetzt wirklich immer von hier am Kabelzug. Und da bewegt ihr kein Latt. Ihr müsst schon von hier, hier unten hin und die Schultern nach unten ziehen. Dann habt ihr unten, weil sieht man das durchs T-Shirt, wenn ich jetzt hier ziehe, habe ich unten keine Bewegung. Wenn ich hier ziehe, ziehe ich da unten richtig rein, also in diesen Bereich. Und das merkt ihr, wenn ihr von oben zieht am Kabel. Wenn ihr keine Pulldown habt, Kabelzug, Kabel von vorne und schön vertikal reinziehen. Nachher machen wir noch eine horizontale Variante, dass wir von vorne den Latt ziehen. Aber mache ich jetzt absichtlich nicht, weil der Latt jetzt schon gut einen abbekommen hat und ich würde jetzt nicht mehr so gut in die Kontraktion kommen. Deswegen kommen wir jetzt zur heutigen Kernaufgabe, dem Heben. SLDL steht auf dem Plan und das muss ich sagen, ist aktuell tough. Da ist wirklich Stress angesagt vom Training. Ob ich schaffe, die gleichen Wiederholungen zu machen wie letzten Training oder mich eventuell sogar zu verbessern. Aber ich mache mich jetzt mal warm. Eine wunderschöne Kreuzhebevariante, meine liebste Kreuzhebevariante. Beim Kreuzheben normal, konventionell ist immer das Problem, ihr habt das Bein mit drin und eigentlich trefft ihr nichts richtig, sondern irgendwie alles. Beim SLDL geht es darum, die Beine quasi rauszunehmen, auf jeden Fall den Quadrizeps. Bedeutet, ihr haltet das Bein wirklich straight, gerade, keine Knieflexion, das heißt, beim Kreuzheben macht ihr normalerweise immer diesen wunderschönen Knick. Den nehmt ihr weg, lasst das Bein gerade und zieht das Ding wirklich aus dem unteren Rücken und Gesäß hoch. Wieder ein bisschen anders zum ALDL. Da schiebt ihr das Becken ja so wirklich aktiv nach hinten und immer einen Tick nach unten teilweise. Wir versuchen das Becken oben zu halten, Bein gerade zu halten und eigentlich so zu heben, wie man es jedem abrät. Na, jeder sagt immer nicht aus dem Rücken heben. Wir wollen aus dem Rücken heben, weil wir wollen den
den Rückenstrecker trainieren. Ich meine, guckt euch ein Bild von Jordan Peters an. Der Rückenstrecker ist einfach mal so wie beim Rind, so ein richtiges, ja, ein richtiges Nackenstück. Na, das ist einfach geil, wenn hinten schön die Wirbelsäule eingepackt ist. Genau das ist mein Ziel, den unteren Rücken richtig ja, fett zu bekommen. Deswegen wird gehoben. Aktuell stehe ich bei 220 Kilo mal 5 und ja, versuche da jetzt ein bisschen rumzutricksen, dass ich da mehr Progress hinbekomme. Ich wollte was zum Microloading, so kann man es nennen, erklären. Habe ich hier relativ schnell gesteigert, bis auf 215, 220. Und ich schaffe es aktuell nicht, mit 220 über 5 Wiederholungen zu heben. 3 Trainingseinheiten in Folge, 5 mal 220, keine Chance, sicherlich auch mental, wo man einfach weiß, 5 mal, die gehen. Die 6. wäre Risiko. Und dann habe ich das mit dem Microloading angefangen. Bedeutet, ich gehe von 5 mal, also 3 Einheiten habe ich gemacht, 5 mal 220. Wenn ich 3 Einheiten keinen Progress mache, muss ich was ändern. Das könnte ich natürlich machen, ich gehe einen Schritt zurück. Gewicht runter, um wieder in meine Wiederholungsrange von 6 bis 8 zu kommen. Habe mich aber hier bewusst dagegen entschieden, einfach um stark zu werden. Und mache es jetzt so, dass ich im Training, ja, hier seht ihr die ganz kleinen Scheiben an der Seite, das sind 0,5 Kilo. Das ist 0,5, das sind 0,5. Zwei verschiedene Hersteller, dass ich hingegangen bin und aus 220 mal 5, 221 mal 5 gemacht habe, vor 10 Tagen. Also ihr seht schon, was da an Zeit drauf geht. Also vor 40 Tagen habe ich 220 mal 5 gehoben. Vor 30 Tagen 220 mal 5, vor 20 Tagen 220 mal 5. Hat sich nicht verrechnet, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor 10 Tagen 221 mal 5 gehoben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, jetzt versuche ich die 6 mit 221. Das Risiko ist aber relativ hoch, dass ich scheitere. Bedeutet wieder kein Progress. So, eine Wiederholung mehr. Das klingt immer so wenig. Aber eine Wiederholung bei der Übung bedeutet für mich, dass ich 220 Kilo mehr Workload, ja, bewältigt habe, bewegt habe. Kriege ich aktuell nicht hin. Und jetzt gehe ich einen anderen Weg. Ich hebe 221 mal 5. Heute das erste Mal 222 mal 5, nächstes Mal 223 mal 5. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Das mache ich jetzt so lange, bis ich 225 gehoben habe mal 5. Wenn ich 225 mal 5 gehoben habe, gehe ich zurück auf 220 und dann ist ganz klares Ziel 6 mal 220 oder mehr. Dann versuche ich die 220 hochzukriegen, wenn ich wieder merke, nach 1, 2, 3 Trainingseinheiten, ich stagniere, gleiches Spiel wieder, 1 Kilo Schritten pro Seite, ein Kilo Schritten pro Seite hoch, um dann erstmal ein bisschen stärker zu werden. Wie gesagt, jetzt gehe ich auf 225 mal 5 und dann ist das Ziel 220 mal 6 zu heben. So mache ich in jedem Training ein bisschen Progress. Das ist besser als Stillstand, sind immer nur 1 Kilo. Jetzt habe ich heute 5 Kilo mehr gehoben als letzte Woche. Nächste Woche hebe ich wieder 5 Kilo. Ja, mein Rücken ist komplett im Eimer. Tagesziel erreicht. Ich habe immer eine Übung im Training, die ist manifestiert. Ob es so in der Hackenschmidt ist, Pendulum, Heben, ADLs. Beim Schulter- und Brusttraining habe ich es nicht.
Das ist nicht so der Struggle für mich. Aber bei den Übungen, wo es halt wirklich, wenn ihr lange progressiv trainiert, also Progress Overloading betreibt, und irgendwann kommt ihr an eine Grenze. Solange ihr immer Progress machen könnt, wisst ihr, ihr seid weit von der Grenze entfernt, belastet euren Körper gut, intensiv, setzt einen Reiz, aber es ist Luft nach oben. So, aber dann, wenn alle nicht Superman sind und nicht irgendwann alle 500 Kilo heben, wieder World Strongest Man, wollte ich gerade sagen, egal. Auf jeden Fall müssen wir so arbeiten. Um dann, das ist jetzt nämlich der Clou an der Sache, irgendwann wieder im Hypertrophiebereich zu trainieren. 5 ist jetzt echt gewagt, aber das Ziel ist halt, die 220 irgendwann mal 8 zu heben und dann die 221 mal 8 und so weiter und so weiter. So wird man stark, dauert lange. Naja, das ist Sisyphusarbeit, aber es macht so viel Spaß und ihr kommt immer weiter nach vorne und ich merke jetzt schon meine Arsch und meinen unteren Rücken. Herrlich. Heute werde ich wieder schlafen wie ein Baby. Ah, gut, dass ich heute nicht so viel erklären wollte, ne? Und schon 40 Minuten gesabbelt. Okay, das ist meine Upper Back Übung für den heutigen Tag. Mit der High Row, so meine Lieblings-Upper Back Übung. Aufgelegtes Tiberrudern, weil ich mich einfach sehr schön konzentrieren kann, auch wenn die Maschine für mich nicht ideal ist. Ich glaube, man hat es eben im Warm-Up schon gesehen. Eigentlich sollte meine Brust hier liegen, also hier abschließen, um dann die Schultern wirklich nach vorne zu kriegen, ein bisschen einzurunden. Problem ist, das Polster ist bei mir zu tief, weil ich zu groß bin. Nicht ideal. Aber was nicht ist, kann sich ja irgendwann noch mal ändern. Aber keine Priorität. Ich kriege ja noch eine Upper Back Row von Prime. Ja, weil jetzt der letzte Aufwärmsatz mit 80, hier bin ich ordentlich runtergegangen mit dem Gewicht, um mich wirklich darauf zu konzentrieren, dass ich eine gute Kontraktion hinkriege. Ich greife mittlerweile ein bisschen breiter im Obergriff, um die Schulterblätter hinten noch weiter zusammenzukriegen und Trapez noch besser anzusteuern. Ich glaube, man hat es gesehen, ab der 8. bin ich nicht mehr ganz in die Kontraktion gekommen, habe die 9. trotzdem noch mitgenommen. Könnte man fast sagen, war so ein paar Tische, so eine Teilwiederholung. Ja, kann man machen. Fakt ist, ich habe heute um 200 Kilo erhöht, habe die 9 Wiederholungen nicht sauber geschafft. Das heißt, ich mache die 92,5 Kilo nächste Woche nochmal. Im Gedanken, dass ich die 9. Wiederholung dann auch wirklich voll in die Kontraktion kriege. Also man muss bei der Progression, beim Logbuch führen, ehrlich zu sich sein. Ich schreibe tendenziell lieber eine halbe oder eine ganze Wiederholung weniger auf und benutze das Gewicht nochmal, mache Progression über eine bessere Technik, als es waren ja irgendwie jetzt 9 Wiederholungen, könnte man jetzt sagen. Und ich mache nächste Woche wieder ein Kilo mehr. Da wird die Technik nicht besser von, da ich jetzt mit der Technik nicht hundertprozentig zufrieden bin. Nächste Woche 92,5 nochmal. Bedeutet, gibt jetzt wieder im Logbuch ein Plus mit Klammern. Also mehr Gewicht, weniger Wiederholung. Einfach, weil die letzte nicht zählt. Easy Row von Hammer. Meine zweite Lat-Version heute. Habt ihr gerade eben schon gesehen. Horizontal gezogen. Und das Schöne an der Maschine ist, die läuft so ein bisschen im Halbkreis. Deswegen stehe ich auch hinter dem Sitzpolster, um wirklich von vorne und dann kippt die Maschine nach unten zu ziehen. Ihr wollt immer den Ellenbogen zur Hüfte bringen und ihr könnt euch vorstellen, ihr zieht den Ellenbogen nach hinten zur Hüfte und versucht dann den Ellenbogen so nah wie möglich an den Körper oder im Geist hinter den Körper zu bringen. Funktioniert natürlich nicht, aber dadurch, dass ihr das versucht, zieht ihr den Muskel hinten nochmal zusammen, also den Lat, setzt an der Wirbelsäule an. Das heißt, ihr zieht den von hier oben nach hier unten zusammen, indem ihr nach hinten quasi ja, cruncht. Ganz cool. Würde ich immer einarmig empfehlen, um mich wirklich darauf zu konzentrieren und vor allem den Ellbogen nah am Körper zu lassen. Gerade wenn man jetzt da drauf sitzt, neigt man immer dazu, die Ellbogen vom Körper wegzubewegen. Wenn ihr einarmig, könnt ihr richtig schön am Körper bleiben. Generell, wenn ihr den Lat trainieren wollt, Ellbogen immer so nah am Körper wie möglich und die Höhe richtig einstellen. Na, also nicht hier unten, sondern wirklich, dass ihr den gut kontrahiert kriegt und nicht hier oben irgendwo rudern. Was man leider auch öfter mal sieht. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt Rückentraining ist oder nicht. Ich persönlich zähle es zum Rückentraining. Das ist die hintere Schulter. Gehört für mich zum oberen Rücken dazu.
habe ich definitiv in allen Bewegungen schon mit drin gehabt. Gerade jetzt beim Iso-Row. Beim Rudern hat man sie ein bisschen mit drin. Beim Kieber habe ich sie mit drin. Beim Heben spanne ich sowieso den ganzen Rücken an. Aber jetzt nochmal gezielt. Zwei Sätze, ganz normales Hit-Prinzip. Einen schweren, einen Back-Off-Satz, beide fahre ich gegen die Wand. Hier ganz wichtig, gerade ja, wenn man mehr Wiederholungen macht, neigt man immer dazu, am Anfang ein bisschen, ja, was heißt denn das so, würde ich sagen, so sloppy trainieren, ne? So ein bisschen zu lasch, sagen wir es mal so, ne, weil das erst ab der 10. Wiederholung anstrengend wird. Und die ersten Wiederholungen, die fliegen so nach hinten und ihr wollt gar nicht da hinten hin mit dem Arm. Da seid ihr schon lange im Trapez drin, merkt ihr auch, die hintere Schulter bewegt sich da gar nicht mehr. Das heißt, ihr könnt wirklich nur bis hier arbeiten. Es reicht absolut aus, um die hintere Schulter perfekt anzusteuern. Kontraktion kurz halten und dann wieder ab in die Negative. Hier, ihr müsst da nicht hinterm Rücken, da macht die hintere Schulter nicht viel oder gar nichts. Daher oben zieht ihr dann irgendwann nur noch den Trapez zusammen. Ne? Also lieber ein bisschen mehr Gewicht, dass ihr schön unten rausdrücken müsst. Ne? Schultern immer versuchen unten zu lassen, meine wandern auch immer nach oben. Ellenbogen nicht nach unten drehen, sondern nach oben drehen. Seht ihr hier schon ganz gut, wie ihr dann die hintere Schulter rausholt. Rücken abgeschlossen, wenn wir das zur Rückenübung zählen, haben wir 5 Rückenübungen. Jetzt kommt noch Bizeps. Da bin ich immer noch ein bisschen gehandicapt. Ja, hier auf YouTube habe ich es nicht kommuniziert. Ich habe mir, wie lange ist das her? 5-6 Wochen? 5-6 Wochen habe ich einen Faserriss im Unterarm zugezogen. Eigentlich ganz lustig. Und nee, lustig ist nicht, aber ich wollte diese wunderschöne Matte. Ich musste noch 3 Bahnen davon kaufen. Ins Auto laden, hab drunter gegriffen und ich hab's wirklich, als wenn mir der Arm rausreißt, richtig, ich hab richtig gehört, wie die Fasern aufgehen. Dicken Faserriss im Unterarm, bin ich total bescheuert, sich im Unterarm Faserriss zuzuziehen, natürlich wieder außerhalb von Training. War schön geschwollen, hier unten leichter blauer Fleck drin und ich konnte ewig nicht Bizeps trainieren, weil alles, immer wenn ich Last auf dem Unterarm hatte, tat weh. Kreuzheben und so, das ging alles relativ schnell wieder mit Bandagen, diese Zugübung, wo man wirklich sich darauf konzentrieren kann, nur aus dem Rücken zu arbeiten. Aber jetzt so direkte Belastung auf dem Unterarm war echt schmerzhaft. Zum Beispiel bin ich immer noch ein bisschen gehandicapt, weil ja, das erste Bizeps-Training war so ein Unterschied. Mit der rechten Hand habe ich 20 gecurlt und mit der linken 7,5. Einfach, weil ich den 4-5 Wochen nicht richtig belastet habe, den Bizeps und den Unterarm. Ein ordentlicher Unterschied. Aber man muss wirklich sagen, bei einem Faserriss, wenn ihr mal sowas habt, was ich nicht hoffe, ihr müsst versuchen, relativ schnell wieder was zu machen, damit das Ganze nicht hart vernarbt, sondern dass ihr da ein bisschen Bewegung reinkriegt. Ich habe es in dem Fall so gemacht, dass ich ein bisschen trainiert habe. Bizeps Curls am Kabel mit 2 Kilo, einfach nur den Unterarm ein bisschen zu belasten. Auch Butterfly ganz leicht, weil Butterfly ging mit der linken Hand auch nicht, weil wir müssen den Unterarm stabil halten und vor allem Physiotherapie, dass das ganze Gewebe immer durchblutet wird und immer weichmassiert wird, damit sich halt keine fette Narbe im Gewebe bildet, die dann zur Sollbruchstelle wird. Weil das ist immer das Problem, wenn ihr ein Faserriss habt und das dann nicht ordentlich behandelt wird und einfach nur irgendwie wieder zusammenwächst, ist natürlich die Chance immer groß, dass es wieder aufreißt. Und das wollen wir vermeiden, deswegen relativ schnell wieder ans Eisen oder auf jeden Fall Therapie was machen. Ja, bedeutet für mich 2 Sätze Gym 80 Preacher Curls, 2 Sätze oder 1 Satz, 1 oder 2 Sätze Hammer Curls, ich denke mal 2 Sätze Hammer Curls und dann ist finito für heute. Letztes Mal waren es 8 mit rechts, heute 11. Wenn das so ist, dann wisst ihr, wie die Regeneration passt. Es ist nicht das Gefühl, ob ihr morgen platt seid oder nicht. Das ist immer so ein bisschen Irrglaube. Wenn ihr morgen richtig kaputt seid und ich morgen auch kaputt seid. Klar, man sagt, es ist aus, vielleicht ist das Schlaf nicht optimal. Aber das hat nichts grundsätzlich mit der Regeneration vom Muskel zu tun. Wenn ihr merkt, ihr bringt keine Leistung über Wochen oder die Leistung wird immer schlechter, dann wisst ihr, dass im Training was nicht passt. Wenn ihr kaputt seid, ihr dürft kaputt sein nach dem Training. Ihr dürft morgen matsch sein. Wichtig ist, jetzt im Push-Pull-Beine-System, dass ihr in 5 Tagen, wenn ihr wieder trainiert, oder jetzt diesen Plan trainiere ich in 10 Tagen wieder, dass ihr dann besser seid als heute. Dann wisst ihr, dass alles passt. Na, wenn ihr viel besser seid, kann man überlegen, das Volumen ein bisschen zu erhöhen. Wäre jetzt in meinem Fall ein 3. Satz hier, so mache ich es immer, oder wenn jetzt die Regeneration bombenmäßig wäre, noch ein Backoff-Satz. Rückentraining, aber wie gesagt, ich habe letztes Jahr gemerkt, wenn ich 4 schwere Sätze pro Woche hebe, wird es eng mit der Regeneration und gerade so Gesäß und Beuger leiden. Trainiere sie dann zwar öfter,
Aber die Progression findet nicht mehr statt, einfach weil es zu viel ist. Meine Mutter ist gerade aus Australien zurückgekommen. Ein paar Präsente mitgebracht. Wie man das so macht. Aufsiegen ist doch was Feines. So, 60 Gramm feine Protein. Ihr wisst, das ist mein absolutes Favorite-Protein, was Verdauung angeht. Und da wir jetzt Präsente bekommen haben, werden wir jetzt Präsente auspacken. Cheetos Cheesy Balls mit Zimt, der ist wirklich gut. Von allen Dingen, was hier leider nicht verfügbar ist, ist dieses Mandelmus von Noya. Das ist der absolute Wahnsinn vom Geschmack. Das toppt wirklich alles. Der ist so übertrieben, ne? Ich habe gesagt, bring mal bitte eine Packung Kekse mit, die sind gut. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Das sind Tim Tams, ganz bekannt in Australien. Gibt es hier leider auch nicht. Das Gute ist, er gibt so, hast du es mal gesehen, dieses Health Star. Also wie bei uns, diese Lebensmittelampel, gibt es da Sterne. 5 Sterne wäre sehr gesund. Diese Packung hat 0,5 Sterne. Also nicht gesund. Caramel Brownie, gedoppelt überzogen, original, Sorte Caramel Brownie. Und das ist alles lecker. Ich habe meiner Mama gesagt, bring mal bitte die weißen. Ich bin ja so weißer Schokoladefreak, wenn ich Schokolade esse. Und ihr wisst, dass wir Mütter sind, ne? Wir treiben heute immer. 6 Pakete Kekse. Das Gute ist, und eigentlich aber interessant, ich habe mal drauf geguckt, hier stehen keine Kalorien drin, weil die Australier sind auf der Packung auch, ja, hier gibt es auch keine Kalorien, es gibt nur Kilojoule. Und 2250 Kilojoule, da kann ich so im Kopf überhaupt gar nichts anfangen, möchte ich mal umrechnen, was das in Kalorien ist. Auf jeden Fall steht hier irgendwas mit 30 Gramm Fett und 5 Gramm Protein. Und also sind das quasi Proteinkekse, meinst du? Ja, 5 Gramm Proteinkekse. Mein Instagram suggeriert uns das ja, wenn wir diese ganzen Gesundheitsbowls sehen, wo dann Kinderbueno reingeschnitten wird. Ja, naja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt meine Post-Workout etwas zeitversetzt gönnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, was ihr sehen wollt. Auch was ihr aus New York sehen wollt. Wir sind am Contentplan. Lassen eure Ideen mit einfließen. Deswegen haut alles in die Kommentare. Ja, mit Likes, Kommentare und das Teilen dieses Videos bin ich euch sehr dankbar. Wollen wir den Algorithmus mal wieder ins Rennen bringen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, danke für euren Support und bis zum nächsten Video.